Hallo aus dem Dukascopy TV Studio in Genf. Ich begrüße heute Marc Lussi von Marc Lussi Innovations zum Thema Finance 2.0. Willkommen im Studio, Marc Lussi. Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Ja, natürlich, Sie sind ein Experte, wenn es um das Thema Digitalisierung im Banking geht. Und da bestimmt natürlich das Wort Fintech seit ein paar Monaten wirklich die Diskussion. Aber es gibt auch die Bezeichnung Finance 2.0, Finance 2.0. Was ist der Unterschied und warum reden Sie lieber von Finance 2.0? Gut, es gibt eigentlich noch eine dritte Variante, oder? Es gibt die Digitalisierung, das braucht man auch, dann braucht man Fintech, dann braucht man Finance 2.0 und vielfach wird das alles fürs Gleiche verwendet. Und ich würde wirklich wärmstens empfehlen, dazu differenzieren. Warum? Digitalisierung, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass man von analog, also vom Papier, eigentlich das irgendwie auf den Computer bringt. Und das gibt es schon seit irgendwo 1980 im Banking. Also die Digitalisierung ist gewaltig vorangeschritten, ist gar nichts Neues, überhaupt nicht. Das hat sich gewaltig was verändert, oder? Also von dem her, Digitalisierung ist nichts Spezielles, gibt es schon lange. Und dann haben wir das Wort Fintech. Und Fintech meint eigentlich für mich oder meint für mich und sollte man als solches sehen, dass es um die Funktion geht, um die Funktionalität. Es ist eine Firma, die bietet eine Funktionalität an. Und hier wird schon mal schwierig, weil für viele ist Fintech einfach irgendeine Firma, die im Finanzsektor arbeitet und die IT-Lösungen liefert. Und das ist ja eigentlich auch noch nichts Neues, weil eine Portfolio-Management-Lösung gibt es auch schon länger, AAA oder was auch immer, oder? Gibt es schon länger, ist auch nichts Neues. Und ich würde schon mal da differenzieren, Fintech für mich wirklich was Neues ist, wenn eine Firma entweder eine Disruption hat, also etwas anbietet, was völlig neu ist, was man vorher nicht machen konnte. Ich mache ein Beispiel im Payment-Bereich Mobino oder Klimper. Die machen eigentlich wirklich was Neues, weil die bieten eine elektronische Wallet an auf dem Smartphone und lassen alle anderen Parteien aus. Also ich brauche dafür für Mobino keine Bank, selbst Bankkonto, ich brauche keine Kreditkarte, ich brauche nichts. Ich brauche nur Mobino und ich muss das Geld irgendwo einzahlen. Also was Neues eigentlich, eine Disruption. Das zweite ist, es ist massiv günstiger als bis jetzt möglich. Gutes Beispiel ist Robinhood, wo ich leider bis jetzt erst in den Staaten nur, wo ich Aktien oder Wertpapiere gratis kaufen kann. Also ist massiv billiger. Und das Dritte, wo ich sage, das ist wirklich Fintech, ist, wenn man etwas vergleichen kann, wenn Transparenz geschaffen wird, wo es vorher in dieser Form nicht möglich ist. Das ist zum Beispiel, ein Beispiel ist Wikifolio. Ich kann da drauf verschiedene Trader nach bestimmten Kriterien miteinander vergleichen. Oder es ist zum Beispiel der Performance Corner, wo man risikoajustierte Performance von meinem Portfolio kann ich mit diversen anderen echten Portfolio vergleichen. Also Fintech ist die Geschichte mit Funktionalität. Und jetzt der wichtige Teil für mich ist, und da wo wirklich der Erfolg geholt werden kann, wo wirklich was verändert werden kann, ist Finance 2.0. Da geht es um den Prozess. Das heißt, ich habe eine andere Sicht. Ich schaue den gesamten Prozess an, der Kunde bei mir durchläuft. Das heißt, weil der Kunde, nehmen wir ein Beispiel, den Anlageprozess, oder? Das fängt ja an beim Onboarding, dann kommt die Risikoprofilierung, dann stelle ich das Produkt zusammen, das der Kunde will, dann setze ich das um, dann mache ich das Controlling, mache die Performance-Rechnung und so weiter und so fort. Oder? Und ich schaue mir den ganzen Prozess am Finance 2.0 an und schaue, okay, wo kann ich jetzt was mit welchen Funktionalitäten von welcher Fintech-Firma verbessern? Wo kann ich was verbessern? Wo kann ich es mit IT machen? Was brauche ich genau? Und vielleicht manchmal muss ich keine IT nehmen, manchmal brauche ich eben eine Person, einen Relationship Manager oder was auch immer, oder? Und wenn wir jetzt auf den Prozess schauen, den Digitalisierungsprozess, wie stark liegt die Schweiz da zurück? Liegt sie überhaupt zurück? Ganz klar, also mal vorweggenommen, ja, ich denke, wir machen zu wenig, die Schweiz ist schon hinten dran, aber man muss auch anschauen, man muss unsere Stärken, unsere Schwächen anschauen, also muss man eigentlich eine SWOT-Analyse machen und es ist falsch, einfach nach in die USA rüberzuschauen und in das UK und zu sagen, okay, die machen das und wir messen uns 1:1 mit denen, wir sind anders, wir sind keine Amerikaner, wir werden nie so risikofreudig sein wie Amerikaner als solches. Das ist mal das Erste. Aber klar, wir sind hinten dran und im Moment, und dies einfach aus dem Grund, weil die Kultur bewegt sich nicht so schnell, wie sie sich bewegen soll. Also bei den Banken, Finance 2.0, diese verschiedenen Lösungen sind zum Teil
auf die gesamte Bank gesehen durchaus ein Fremdkörper. Also da wird eher geblockt, oder? Also mittlerweile haben die Banken sich geöffnet. Sie sagen, sie möchten da vorwärts machen. Und vielfach sind das für mich Lippenbekenntnisse natürlich. Oder? Und wenn man weiterschaut, die Politik ist da ganz ehrlich noch gar nirgends. Oder? Also ich bin sogar der Meinung, in der Politik ist das Banking als solches schlecht vertreten. Das sieht man vielleicht auch ein bisschen an den ganzen Regulatorien, die irgendwo überborden und die nicht unbedingt von viel Verständnis vom Banking zeugen. Und Finance 2.0 ist da natürlich gar nichts. Also großen und ganzen gesehen, im Moment ja, sind wir schon hinten dran. Die Kultur, die Mentalität ist zu wenig da. Man misst zu stark an den alten Wertmaßstäben und ist zu wenig bereit, neue Ideen zu entwickeln. Das ist schon so. Marc Lussi, wie kann dieser Rückstand am besten überwunden werden? Und was sind die Beispiele, die Best Practices, die Sie so sehen, global, die für das Swiss Banking übernommen werden könnten? Ja. Gut. Also es sind sicher diese Centers oder diese von Fintech Hubs oder Innovation Centers. Das ist ein Weg. Da wird daran gearbeitet, da passiert was. Ob jetzt das Fintech separat sein muss oder wie geplant ist in Dübendorf, wo man einfach generell Innovation allgemein im breiteren Rahmen sieht, ist eine andere Geschichte. Beides ist möglich. Das ist sicher ein Weg, aber das alleine genügt natürlich nicht, oder? Weil vergessen wir nicht, woher kommt das? Also als Schweizer, das Bankgeheimnis hat uns träge gemacht, ganz klar, weil das war nicht mehr der Markt, wir waren nicht mehr dem Markt ausgesetzt, wir hatten einen Vorteil, oder? Das ist das eine. Und die Banken sind erzkonservativ, das war unsere Stärke, darf man auch nicht vergessen. Und das Zweite ist, es geht noch weiter, das hat Herr Janssen auch in einem Bericht vor ein, zwei Jahren gut beschrieben. Die Banken haben hier noch einen Vorteil, dass sie nochmals besser dran sind, weil die Stabilität, die wir in der Schweiz haben, die ist nicht von den Banken gekommen, die kommt von der Schweizer Regierung. Also bekommen die Banken einfach gratis mit und können so, wenn man so will, auf dem Kapitalmarkt günstiger Geld kriegen und so weiter und so fort. Also die Banken waren und sind immer noch in dieser Komfortzone und da müssen sie raus. Und gegebenenfalls, aus meiner Sicht, das hat auch Herr Janssen angetönt, müsste man vielleicht sogar aktiv was machen, um sie aus dieser Komfortzone rauszuholen. Zum Beispiel, dass sie irgendetwas dafür bezahlen müssen, dass sie von der Schweiz diese Garantie, diese Stabilität bekommen am Rande. Dann abgesehen davon, es ist so, wahrscheinlich sind zum Teil noch die falschen Leute da bei den Banken. Es gibt durchaus Leute, die neue Ideen bringen, aber die Garde, die jetzt, wenn man so will, am Ruder ist, das sind wahrscheinlich die falschen, weil die kommen aus dieser Geschichte Easy Money, das Geld ist zu einfach reingekommen, immer noch, zu einfach rein. Das heißt konkret, aus meiner Sicht, müssen ganz stark, es sind immer noch die Egos hier, die Egos müssen abgebaut werden und zwar nicht nur bei den Banken, ganz klar, die Banken müssen auf die Fintechs zugehen und zwar auf gleicher Ebene müssen sie sie sehen, also offen sein für neue Ideen, gilt aber auch für die Fintechs. Es geht nicht darum, den Banken was wegzunehmen und ihnen zu zeigen, wie ihr Business läuft und den Banken wirklich irgendwie ein Geschäftsmodell um die Ohren zu hauen. Nein, das muss zusammen passieren und die Politik genau gleich. Die Politik muss auf diese Fintechs zugehen, aber auch Fintechs müssen auf die Politik zugehen. Also im Moment sehe ich zu viele Egos, wo jeder ein bisschen für sich schaut und jeder denkt, okay, die Politik schaut gar nicht in diesen Bereich hin, die haben andere Sachen, die sie priorisieren. Aber auch die Fintechs müssen mehr zugehen auf die Banken selbstverständlich auch. Ich gebe hier ein Beispiel, gerade ein aktuelles Beispiel. Nehmen Sie diese Geschichte mit diesen Zahlungsverkehrlösungen. Payme, Twint, Mobino vorher und Klimper und so weiter. Ja. Es ist eindeutig, es ist ganz klar, man braucht die Masse, man braucht, und der Kunde will ganz bestimmt nicht 4 oder 5 oder 6 oder 7 Lösungen nehmen, es kommen immer mehr. Und da sieht man genau das Ego, oder? Also jede Bank, weil
es ist nichts Neues gekommen. Also es ist nicht etwas massiv anderes gekommen. Also wenn irgendjemand mit einer völlig neuen Lösung kommt, okay, fair enough, das ist gut. Aber mehr oder weniger macht alles im weitesten Sinne etwas das Gleiche. Und wir haben mittlerweile 4, 5 Lösungen und es kommen noch mehr. Das ist pures Ego. Und hier rede ich nicht nur von den Banken, da ganz klar, aber auch vielleicht bei den Fintechs oder möglicherweise einer der ersten war Mobino. Vielleicht, und Mobino wurde sicherlich von einer UBS, da bin ich überzeugt, angeschaut, bevor sie mit Payment gekommen sind. Vielleicht hätte Mobino auch mehr aktiv auf die Banken zugehen müssen, im Sinne von halt nicht ihre Idee 1:1 durchbringen wollen, sondern vielleicht gewisse Kompromisse machen mit dem Ziel, eine super Lösung zu bringen für den Kunden, eine Lösung zu bringen, die in der ganzen Schweiz Erfolg hat und eine Lösung, die vielleicht in außerhalb der Schweiz auch noch Erfolg haben kann. Haben Sie Zuversicht, dass sich eine dieser Lösungen auf lange Sicht durchsetzen kann? Ja, in der Schweiz ja. Also ich habe mal in einem Blog geschrieben, Andreas Kubli hat die Taube in der Hand gewählt, anstatt den Falken auf dem Dach mit Mobino. Weil Paymit ist eine solide, eine gute Lösung mit dem Geldüberweisung zwischen Personen. Das ist sogar was Neues. Also vorher war das nicht möglich, dass ich Ihnen jetzt hier am Tisch kurz Geld überweisen kann. Das ist nichts Neues. Aber der Rest natürlich, einfach wenn man dann mit dem Ding auch noch zahlen kann, das ist nicht wirklich etwas Neues, weil das ist, das kann ich mit der Debitkarte schon machen oder mit der Kreditkarte. Oder? Das ist nicht wirklich ganz was Neues. Oder? Aber ich denke, durch das, dass da ein Konto hinten dran ist, ich muss da kein Geld draufladen, ich muss nicht irgendwo Geld parkieren. Ich kann mir vorstellen, ja, dass Paymit funktioniert in der Schweiz und dass sogar Twint, das schlussendlich auf der Mobino-Lösung basiert, was wirklich eine E-Wallet ist, dass das nebeneinander existieren kann ich mir vorstellen, aber in der Schweiz die Chance, international was zu machen, wurde so vergeben. Ganz herzlichen Dank, Marc Lussi, für Ihren Besuch im Studio heute. Dankeschön. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse. Sie finden weitere Interviews auch auf der Website von Dukas Copy TV. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.